Ich bin müde. Sehr müde. Mein Name ist Joko Winterscheid, ich bin Zukunftsforscher. Das hier ist mein YouTube-Kanal und da ich gerade auf Reiserei fürs Duell um die Welt bin und auch schon sehr mitgenommen, hinkt dieser Kanal etwas hinterher, was Inhalte angeht. Aber an dem Ort, an dem ich jetzt bin, dachte ich, mache ich ein kleines Video und zeige euch einfach mal, wo ich bin. Ich kann euch leider nicht erzählen, was ich schon alles gemacht habe, aber ich kann euch sagen, es war scheiße. Ich gehe jetzt mal ganz kurz duschen und habe damit auch schon den ersten Zukunftsbezug. Denn in Zukunft werde ich besser riechen als jetzt. Guten Tag, frisch geduscht. Ich habe mir einen Kaffee bestellt und einen Orangensaft. Gleich bekomme ich noch das amerikanische Breakfast, so wie der Pascal sich das bestellt hat. Der sitzt neben mir, der Pascal. Ich bestelle mir gerne das, was du dir bestellst, Pascal. Und darf ich dir auch kurz zeigen? Das ist der Patrick! Hey! Wir sind alle gut drauf, weil wir gut drauf sind. Seid ihr bereit für eine kleine Reise in die Zukunft? Ich bin nämlich noch nicht auf dem Dach des Hotels gewesen, bin jetzt fertig mit dem Frühstück und würde jetzt mit euch zusammen aufs Dach des Hotels fahren. Etwas, was in der Zukunft passiert, was ich aber voraussehen kann. Das ist die Zukunft, das ist das Dach. Ja, jetzt bin ich da angekommen. Blauer Himmel über Los Angeles. Unglaublich. Und hier sieht man The City of Angels. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist immer schon wieder verrückt auf diesen Weltreisen, dass man an so Orte kommt, wo man sonst sehr selten ist und aber leider Gottes nie so richtig die Zeit hat, das zu genießen und das irgendwie aufzusaugen. Was ist bisher passiert? Wir waren in Grönland, das kann ich verraten. Bevor wir hier gewesen sind, waren wir in Grönland. Das Lustige ist, wenn man nach Grönland fliegt, dann muss man immer über Kopenhagen fliegen, weil es gibt wenige Fluggesellschaften, die Grönland anfliegen, meistens Air Greenland. Und wir mussten dann, obwohl wir dann quasi in Grönland gewesen sind und schon fast an Amerika dran, und es ein Katzensprung von Grönland nach Los Angeles gewesen wäre, mussten wir dann von Grönland zurück nach Dänemark. Von Dänemark mussten wir dann weiter nach Zürich. Und von, ein bisschen durcheinander. Und von Zürich aus sind wir dann hier nach Los Angeles geflogen, um dann jetzt quasi hier in Los Angeles was gedreht zu haben oder 2 Stunden außerhalb von Los Angeles, was mit Höhe zu tun hatte. Richtige Scheißaufgabe, so viel kann ich sagen. So, jetzt gehe ich aber mal runter, weil die anderen bereiten gerade das Interview vor. Wir drehen ja dann immer am Tag nach dem eigentlichen Item, was dann passiert ist und ich alles quasi durchlebt habe, nochmal ein Interview, was wir dann in den Beitrag reinschneiden, um so ein bisschen zusammenzufassen, was so meine Gefühlswelt ist. Ich hoffe, ich weine gleich nicht. So, 2, 2, 0. Oh. Falsches Zimmer. Schnell. Oh Gott. Tegel schon gekauft. Guten Tag. Hey, guten Tag. Mal rein spazieren. Hallo. Grüezi, da ist der Thomas. Da ist der Thomas. Da ist der Thomas. Da ist der Patrick. Da ist der Flo. Wo ist der? Ist der Frank noch nicht da? Da hinten ist der Frank. Hallo. Da ist der Frank. So, wir arbeiten jetzt hier ein bisschen und werden dafür sorgen, dass in der Zukunft alles besser wird. Die Menschen glücklich sind. Die Menschen glücklich sind. Was für Scheiße. Die Menschen glücklich sind. Wollt ihr noch irgendwas von der Weltreise verraten? It sucks ass.